Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr mit dieser Reihe weitermachen können mit Mario zusammen und natürlich, dass Sie wieder anwesend sind und weiterhin Interesse haben. Bevor ich tatsächlich an den Mario übergebe, den Bildschirm, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis durchgehen. Bitte durchlesen, zur Kenntnis nehmen. Und dann können wir entsprechend weitermachen. Auch wichtig für die Aufzeichnung, können Sie auch gerne pausieren und das Ganze in Ruhe durchlesen. Gut. Dann, Mario, auch nochmal offiziell schönen Abend und ich übergebe jetzt den Bildschirm. Wünsche allen Teilnehmern noch für 2018, die ich noch nicht jetzt im Chat in den letzten Webinaren gesehen habe, noch viel Erfolg für 2018 und heute Abend viel Spaß und viel Erfolg. Ja, dann schließe ich mich da gerne an. Begrüße alle recht herzlich zum heutigen ersten Webinar von mir. Marktausblick heute. War in den letzten Wochen im Urlaub gewesen, bin jetzt am Donnerstag erst wiedergekommen und Freitag auch sofort nach Dresden zum Börsentag, wo ich auch den einen oder anderen getroffen habe, viele tolle Gespräche geführt. Und heute wollen wir gemeinsam einen Blick auf die Märkte werfen. Zunächst allerdings, wie üblich, ein Überblick über die Termine diese Woche und da stehen einige wichtige Termine an im Laufe der Woche. Da haben wir zum einen morgen ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland, dann am Mittwoch der Einkaufsmanager-Index morgens um 9:30 Uhr und nachmittags Verkäufe bestehender US-Eigenheime für den Monat Dezember sowie die Rohöl-Lagerbestände. Dann für mich sicherlich am wichtigsten ist dann am 25., also am Donnerstag, dann vormittags erst um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklimaindex und dann um 13:45 Uhr sicherlich der wichtigste Termin, vor allen Dingen für alle die, die auch den Euro-US-Dollar handeln, der Zinsentscheid der EZB mit anschließender Pressekonferenz um 14:30 Uhr und dann noch um 16 Uhr Verkäufe der US-Eigenheime. Dann am Freitag haben wir noch die Auftragseingänge langlebiger Güter um 14:30 Uhr sowie das Bruttoinlandsprodukt. Das zu den wichtigsten Terminen in dieser Woche und dann gehen wir auch sofort jetzt rüber in den Agena Trader, beziehungsweise einmal vielleicht vorab noch kurz in die Morgenroutine. Für mich ganz wichtig jetzt auch, weil ich ein paar Tage nicht da war. Wir haben ja bei uns das Handelsbüro Weihnachten geschlossen, weil die Mitarbeiter auch gerne über die Feiertage frei haben wollten. Und ich war im Anschluss daran noch ein paar Wochen im Süden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Morgenroutine, wenn man selber im Urlaub ist, dass man die trotzdem weitermacht, dass man einfach weiß, okay, wie haben sich denn die Märkte entwickelt, damit man das Feeling für den Markt nicht verliert. Das ist aus meiner Sicht immer eine ganz wichtige Sache. Ich habe das früher nicht gemacht gehabt und hatte immer das Problem, wenn ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, dass ich fast 1, 2 Wochen gebraucht habe. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch, bis man erstmal wieder so ein bisschen Feeling für den Markt hatte. Und das ist etwas, was man einfach umgehen kann, dass man diese Zeit einfach nicht hat, indem man einfach hingeht und sagt, okay, man macht einfach eine eigene Morgenroutine, die man ja sowieso als Trader normalerweise jeden Tag macht, zu schauen, wie sehen die Märkte aus. Und wir sehen hier schon auf den ersten Blick hier in Grün. Das heißt eigentlich, dass alle Märkte sich sehr gut entwickeln nach oben. Das sind sowohl die deutschen Märkte als auch die amerikanischen, aber auch die wichtigsten asiatischen Märkte, sehen weiterhin sehr positiv aus. Das sehen wir auch gleich, wenn wir in die Charts hineingehen. Auch der Euro-US-Dollar ist long momentan. Auch das nicht unerwartet, weil der Markt läuft eigentlich seit Wochen und Monaten schon nur in eine Richtung, und zwar in die Long-Richtung. Der Euro wird einfach immer, immer stärker und das kann man auch im Chart sehr gut sehen. Das schauen wir uns auch heute sehr gut an.
Was die Volatilität angeht, auch das ist ein wichtiger Faktor, der für uns Trader natürlich ganz, ganz wichtig ist. Wichtig ist, da geht es immer darum, haben wir eine hohe oder eine niedrige Volatilität in den Märkten? Denn je höher die Volatilität ist, also je größer der Angstfaktor bei den Anlegern ist, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir stärkere Bewegungen im Markt sehen. Im Regelfall sind die dann eher auf der Short-Seite zu finden. Hier kann man sehr gut sehen, dass wir uns kontinuierlich auf niedrigem Niveau befinden. Hat sich in den letzten Wochen wirklich überhaupt nichts getan. Also auch wenn wir noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, da sehen wir, egal, also das ist eigentlich immer, die Leute, die ganzen Trader, die draußen sind, die ganzen Anleger draußen, die sind so ruhig und entspannt draußen. Ob das immer gut ist, ist eine ganz andere Geschichte, aber man sieht wirklich, dass es erstmal von der Masse der Anleger hier keine Störfeuer zu erwarten sind und die meisten sind dementsprechend auch long positioniert. Und das gibt eine gewisse Ruhe erstmal in dem Markt. Dasselbe gilt auch für den amerikanischen Markt. Auch dort sehen wir, dass der VIX Future sich weiterhin sehr positiv zeigt und dass wir auch hier im Moment so gut wie keine Volatilität in den Märkten sehen. Was auch sehr beruhigend ist, das sind die Allzeithochs oder Jahreshochs sowohl am Nasdaq als auch an der NYSE. Und da können wir wirklich sehen über die letzten Tage und Wochen auch, wenn wir mal die letzten 10 Handelstage anschauen, das Verhältnis sollte für mich immer mindestens so 1:3, 1:4 sein. Das heißt, Jahrestiefs zu Jahreshochs. Und hier sehen wir, haben das Verhältnis 1:20, 1:30 hier, 1:4, 1:6, 1:3 und hier schon wieder 1:10. Und das sieht auch an der NYSE nicht viel anders aus. Hier in Gelb immer gekennzeichnet, wenn das Verhältnis nicht mindestens 1:3 entspricht, dann bin ich immer, das ist so ein kleiner Vorbote. Es geht gar nicht um ein einziges Signal, was wir hier sehen, dass man das jetzt überbewertet. Aber es gibt halt ein sehr gutes Meinungsbild, wenn wir sehen, dass fast alles grün ist, dass also alles rund um tippitoppi aussieht. Und das sehen wir ja auch gleich, wenn wir den Blick auf den amerikanischen Markt werfen. Wir haben es ja in den letzten 2 Wochen im Wochenausblick, den ich ja in schriftlicher Form verschickt habe im Newsletter, da konnte man das wirklich sehr gut sehen. Ich schaue gleich erst auf den deutschen Markt und dann auf den US-Markt. Und dann sieht man einfach, dass der deutsche Markt natürlich bei weitem nicht so gut gelaufen ist wie der amerikanische Markt. Wenn wir den S&P als erstes hier nehmen, dann sehen wir wirklich das Bild, was wir gerade gesehen haben. Die Märkte ziehen wirklich von Allzeithoch zu Allzeithoch. Das ist auch etwas, was ich in den Wochenausblicken in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, es ist einfach wichtig zu schauen, welche Märkte sind besonders stark. Und das ist seit Wochen der amerikanische Markt. Deswegen neue Positionierungen im deutschen Markt bin ich auch überhaupt keine mehr in den letzten Wochen eingegangen. Ich habe es auch in den letzten 3-4 Wochen immer wieder im Newsletter angekündigt gehabt, im Wochenausblick nur US-Markt, nur US-Markt, weil hier sehen wir einfach, der Markt zieht wirklich sehr, sehr sauber nach oben. Wir hatten hier im Sommer die Tiefs gehabt und seitdem sehen wir wirklich, dass der Markt wirklich nur die eine Richtung kennt. Es gibt hier so gut wie keine richtigen tiefen Korrekturen. Wir sehen hier immer nur diese flachen Korrekturen, sowohl hier als auch hier im Dezember und auch hier so über den Jahreswechsel hinweg. Die Korrekturen, die wir hier sehen, sind wirklich minimal. Wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier eine Korrektur gehabt, mal gerade von 1,7% oder hier von gut 1%. Wenn wir dagegen allerdings die Bewegungen uns anschauen, die hier dran sind, die sind fast immer 3-mal so hoch. Das heißt, wenn man mit normalen Maßstäben daran geht, wie viele Trader das machen, die sagen, naja, ich möchte mindestens eine 50% Korrektur oder mehr sehen im Aktienmarkt, bevor ich wieder eine neue Position aufmache. Naja, die haben in den letzten Wochen kaum eine Möglichkeit gefunden, hier gute Einstiege zu bekommen. Weil wenn ein Markt in einem Bullenmarkt ist, und da sind wir gerade momentan drin, wir haben die stärkste Rallye, an die ich mich überhaupt erinnern kann, die wir gerade im amerikanischen Markt sehen, die wirklich wahnsinnig stark ist. Das letzte Mal, als ich solche Bewegungen gesehen habe, war das 1998, 99, wo es so stark nach oben geht. Da sieht man einfach keine starken Korrekturen. Das heißt für uns im Handel, jede
Schwäche, die aufkommt und ist sie auch noch so kurz, ein, zwei Tage, die wir im Stundenchart dann sehen, bietet sich einfach an, dann für Neupositionierung. Das Ganze haben wir auch in der letzten Woche geschrieben und auch in der vorletzten Woche schon. Wenn man sich den Stundenchart einfach anschaut, da sieht man einfach, dass man diese kurzen Rücksetzer einfach immer wieder nutzen muss. So wie jetzt hier beispielsweise dieser Rücksetzer oder auch hier dieser Rücksetzer. Das sind die einzigen Möglichkeiten gewesen, hier gute Chancen zu bekommen, günstig in amerikanische Werte einzusteigen für den Handel auf Tag und Stunde. Im Daytrading ist es ja ein bisschen anders. Da finden wir ja häufig gute Chancen, vor allen Dingen, wenn es nachrichtenbedingte Trades sind, gibt es ja viele Möglichkeiten hereinzukommen. Aber auch hier sehen wir jetzt schon wieder, dass wir eigentlich seit Tagen wieder nur noch eine Richtung kennen, von der 2270 hoch auf die 2820. Im Prinzip läuft das wirklich seit Wochen immer nur in diese Richtung. Natürlich, und das ist auch was, was natürlich am Wochenende auf dem Börsentag in dem Seminar auch gefragt wurde von den Teilnehmern, naja, wie lange kann das Ganze noch so weitergehen? Und ich würde mich freuen, wenn ich sagen könnte, dass das Ganze läuft noch ewig oder es ist heute der letzte Tag. Aber auch ich habe keine Glaskugel. Das heißt, ich handle einfach, und das ist auch immer die Frage, die immer kommt, ja, wie lange bleibst du auf der Long-Seite dabei? Naja, genauso lang, bis der Markt mich einfach herausholt. Das heißt, solange der Markt long ist, und das ist ja auch der Grundgedanke der Markttechnik, dass Trends länger anhalten, als dass sie sich umkehren, heißt für mich also, solange der Markt long ist, bleibe ich long, und erst wenn dieses Long-Signal irgendwann nicht mehr da ist, dann mache ich mir Gedanken darum, ob ich wieder mich marktneutral positionieren muss oder auch auf die Short-Seite eventuell wechseln muss. Aber davon sind wir momentan meilenweit entfernt. Das heißt, im Moment gibt es eigentlich immer nur den Gedanken, okay, wenn ich nicht voll engagiert bin, so wie das jetzt bei mir auch ist, wenn man heute den ersten Arbeitstag wieder im Büro hat, zu sagen, okay, jetzt brauche ich die nächste Korrektur, um dann wieder in den Markt hineinzukommen, um neue Trades aufzumachen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir heute uns vieles anschauen können, Devisenpaare uns anschauen können, aber auch Einzelaktien aus dem amerikanischen Markt beispielsweise, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo macht es Sinn, in die nächste Korrektur einzusteigen, oder wenn man schon drinne ist, wie kann man diese Position sinnigerweise absichern. Wenn wir uns den Nasdaq-Index anschauen, dann haben wir im Prinzip das gleiche Bild, was wir gerade im S&P gesehen haben, auch hier heute wieder neue Hochs. Also man kann eigentlich gar nicht glauben, dass es hier jetzt wirklich seit Jahresanfang, also wirklich seit dem ersten Handelstag, geht es fast nur noch in eine Richtung. Wir waren hier beim Tief zum Jahresende bei 6.350 und sind jetzt über 500 Punkte höher. Das ist also wirklich eine sehr, sehr starke Rallye, die wir hier im amerikanischen Markt sehen. Es ist auch gar nicht immer zu erklären, wieso diese Rallye jetzt so stark ist. Ist für uns als Händler ja auch gar nicht wichtig, wieso, weshalb, warum ist das so. Sondern es ist ja viel wichtiger zu wissen, okay, solange diese Stärke anhält, macht es einfach Sinn, das Ganze auch dann für sich zu nutzen. Das heißt, entweder im Index direkt oder, was ja mein Bestreben immer ist, noch stärkere Aktien dann im Bereich des Tradings herauszufiltern. Dort, wo man einfach sieht, okay, die Aktien sind sogar noch stärker, haben sich noch besser entwickelt als diese 4-5%, die der Markt hier nach oben gelaufen ist, damit man diese entsprechend handeln kann. Auch im Stundenchart sehen wir sehr gut, dass es in der Nasdaq keine großen Korrekturen gegeben hat seit Jahresanfang. Wir sehen wirklich hier nur diese ganz kleinen Rückgänge. Das sieht natürlich im Stundenchart hier immer dramatisch aus, wenn es hier mal so ein paar Stunden bergab gegangen ist. Aber wenn wir einfach mal schauen, wie groß ist denn hier diese Abwärtsbewegung, dann sehen wir hier, das ist mal 1,7% gewesen. Oder auch hier haben wir hier ungefähr 1% Rücklauf. Das hier fällt schon kaum noch ins Gewicht, weil es nicht mal mehr 1% ist Korrektur, die wir gesehen haben. Das heißt, die Korrekturen sind sehr klein. Es gibt so viel Geld, was in den Markt hineindrängt. Und das ist auch nichts Untypisches. Wir haben ja mit diesen saisonalen Mustern immer wieder zu tun. Und das ist ja auch das, was wir auch bei uns im Newsletter immer wieder beschreiben, dass es sehr, sehr viele Saisonalitäten gibt. Dazu gehört eben auch, dass natürlich
sehr viele sich über die Wintermonate, also in der dunklen Jahreszeit im Aktienmarkt engagieren. Dazu kommt natürlich, dass sehr viel Geld auch häufig Anfang des Jahres in die Märkte fließt. Das heißt nicht immer, dass der Januar der beste Monat des Jahres ist. Gerade in Deutschland ist das nicht so. Aber grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass der amerikanische Markt häufig ganz gut dabei ist und dass man in der dunklen Jahreszeit hier häufig sehr, sehr gute Geschäfte machen kann. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dann auch gleich, dass wir einen Blick auf die Einzelwerte werfen. So, dann kommen wir jetzt zum deutschen Markt. Dann sehen wir im Prinzip, dass wir zum Beispiel nicht von einem Jahreshoch zum nächsten schnellen. Hier haben wir nämlich tatsächlich seit November ganz gut zu sehen, eigentlich eher eine Seitwärtsrange. Ich zeichne die auch jetzt hier mal ein. Wir sind auch hier in den letzten Wochen immer wieder im Newsletter darauf eingegangen bei uns, dass wir auf der Oberseite etwa bei 10.350 das Hoch haben, auf der Unterseite bei 12.700. Was hier auffällt, und das ist eigentlich das, sage ich jetzt mal, das Gefährliche eigentlich an der Konstellation, die wir hier im deutschen Markt haben. Wir sehen zwar, dass wir hier eine sehr starke Rallye gesehen haben in der vorletzten Woche und auch gestern beziehungsweise am Freitag dann hier auch wieder eine starke Aufwärtsbewegung. Und man kann natürlich auch immer sehr schnell dann wieder sagen, ja, ich sehe jetzt hier auch wieder ein neuer Aufwärtstrend, der hier entsteht. Und jetzt musste man am Freitag dann hier unbedingt am Hoch long gehen. So, ich finde das immer sehr gefährlich. Das liegt einfach daran, weil wir haben hier die gleiche Konstellation auch schon gehabt. Wir haben hier ein neues Hoch gemacht, Korrektur, und haben hier dann ein neues Hoch gemacht. Und danach ist der Markt hier heruntergefallen. Auch hier haben wir die gleiche Konstellation gemacht. Markt läuft hoch, Markt kommt zurück, macht ein neues Hoch. So, das heißt, wir haben jetzt schon das dritte Mal in Folge diese Konstellation. Man hätte long gehen können und wäre jedes Mal ausgestoppt worden. Das Muster, was wir hier sehen, nennt sich umgekehrtes Dreieck. Und das ist auch in der Charttechnik nicht unbekannt. Ich werde das jetzt hier nochmal kurz rausnehmen und es auch hier dann einfach mal einzeichnen. Nämlich, man sieht hier wirklich sehr gut, der Markt macht tatsächlich höhere Hochs, was ja erst markttechnisch gesehen dafür spricht, dass der Markt weiter nach oben läuft. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wenn wir die Tiefpunkte miteinander verbinden, dass diese nicht steigend sind, sondern wir sagen ja in der Markttechnik immer, wir brauchen steigende Hochs und steigende Tiefs. Und genau das haben wir hier nicht, weil wir haben zwar Kriterium 1 erfüllt, wir haben steigende Hochpunkte, die sind hier sehr schön zu erkennen. Auch hier nochmal ein neuer Hochpunkt. Leider sehen wir aber auch hier, dass wir fallende Tiefpunkte haben und nicht steigende Tiefpunkte. Das ist die Problematik, die wir haben, und das ist dieses charttechnische Bild, dieses umgekehrte Dreieck. Das kommt gar nicht so häufig vor. Warum umgekehrtes Dreieck? Wenn man hier die Linien miteinander verbindet, dann würde man irgendwann eine Schnittstelle haben und dann hat man eben dieses entsprechende Dreieck, was da ist. Ich will hier gar nicht so weit in die Charttechnik hineingehen, nur dass man es einfach mal weiß, dass es das gibt, und es ist halt wichtig, denn dieses umgekehrte Dreieck führt halt sehr häufig dazu, dass genau das passiert, was wir hier immer sehen. Es gibt ein neues Hoch, viele Trader werden hineingelockt in den Markt, weil sie glauben, okay, der Abwärtstrend ist jetzt beendet, ich muss auf die Long-Seite gehen. So, und dann kam hier das erste Mal, man wird ausgestoppt. Dann versucht man es das zweite Mal und man wird wieder ausgestoppt. So, jetzt ist der Markt wieder hochgelaufen und jetzt wieder hochgelaufen. Was gibt's hier für eine Lösung? Also die einfachste Lösung ist immer die, dass man hier in diesem Bereich wirklich wartet, bis es hier zum Ausbruch über diesen Trendkanal kommt oder über dieses umgekehrte Dreieck. Und weil dieses nun mal so hoch am Jahreshoch oder Allzeithoch jetzt liegt, macht es einfach den meisten Sinn, auf den deutschen Markt zu warten, bis wir hier den Ausbruch bekommen, zumindest was den Index angeht, wenn man auf Tag oder Stunde handelt. Wir reden nicht von Intraday, weil Intraday ist ja immer eine ganz eigene Geschichte, aber wenn man im Tag-Stundenhandel unterwegs ist, macht es einfach Sinn, hier zu warten, bis der Markt hier noch ungefähr 100 Punkte steigt, weil dann haben wir wirklich die Sicherheit. Denn wenn wir zu früh reingehen, dann ist es so, wie hier zu sehen ist, man wird dann wieder ausgestoppt, was einfach nicht so schön ist, und deswegen warte ich hier einfach ab. Es kann gut sein, wenn der amerikanische Markt
weiter so stark bleibt, dass wir hier ohne Probleme durchziehen. Ich denke, dass wir am Donnerstag, wenn der Zinsentscheid in Europa kommt, hier auch vieles, was diesen Bereich angeht, an Sicherheit gewinnen können. Dass der Markt entweder schon im Vorfeld diese Hochs herausnimmt oder mit dem Zinsentscheid dann am Donnerstag. Aber es gibt halt keine Sicherheit dafür. Das heißt für mich im Handel, im deutschen Markt, ich warte jetzt einfach noch, bis dieses Hoch hier herausgenommen wird bei 13.535 Punkten. Wenn wir dort drüber sind, okay, dann werde ich auch wieder verstärkt in den deutschen Markt gehen. Ich habe natürlich Positionen im deutschen Markt, die sind aber eher langfristig orientiert, beispielsweise Dividendentitel, die ich im Depot habe, aber keine Trading-Position. Auf der Short-Seite wird es eigentlich erst dann gefährlich, wenn der Markt dann tatsächlich hier unterhalb der 12.600er-Marke ist, vor allen Dingen, weil sich da auch unterstützend, auch das haben wir in der letzten Woche ja schon im Wochenausblick geschrieben, hier auch stabilisierend der EMA 200 ist. Deswegen hier deutscher Markt, zumindest was die großen Werte angeht, erstmal noch keine Entwarnung, trotz der Stärke, die wir hier am Freitag gesehen haben. Was mich auch immer ein bisschen skeptisch macht, ist eben, dass wir einfach sehen, wenn die Korrektur hier ist, die Umsätze sind in der Korrektur nicht wirklich zurückgegangen, sondern sind in dieser Zeit sehr stabil gewesen, während wir jetzt in den Tagen, als es bergauf gegangen sind, es nicht geschafft haben, im Prinzip diese Stärke, diese starken Tage im Abwärtsbereich signifikant herauszunehmen. Wir sehen schon, ich beschäftige mich viel mehr mit dem DAX als mit dem amerikanischen Markt, weil eben viele Trader gerade dieses Home-Bias haben. Das heißt, viele Trader sind hier wirklich im deutschen Markt immer aktiv. Es gibt natürlich gute deutsche Werte, die man auch handeln kann, auch im DAX-Bereich. Aber es ist eben wesentlich schwieriger, wenn das gesamte Marktumfeld nicht mitspielt. Deswegen ist es dort häufig im amerikanischen Markt günstiger. Es gibt allerdings auch gute Möglichkeiten, anders als im DAX zum Beispiel, im MDAX. Und da sehen wir zum Beispiel, dass wir hier den Ausbruch geschafft haben. Und das ist eben das, worauf ich halt auch im DAX warte, bevor wir hier wieder grünes Licht geben. Wir sehen hier ganz gut, dass wir hier im MDAX am Donnerstag auf Schlusskursbasis dann diese Seitwärtsrange verlassen haben, am Freitag dann kleines Gap und nach oben gelaufen. Das heißt, da macht es wirklich Sinn, sich wirklich genau wie im amerikanischen Markt sehr genau die Indizes anzuschauen und von dort aus dann eine Etage tiefer in die entsprechenden Aktien zu schauen, was macht denn jetzt am meisten Sinn. Wir haben auch noch ein paar Anfragen bekommen, ob wir nicht mal einen Blick auch auf den TecDAX werfen können. Das mache ich hiermit dann auch einmal. Auch der sieht wesentlich besser aus als der deutsche Markt. Wir haben hier natürlich auch zum Jahresende hin eine Konsolidierung gesehen, aus der wir dann aber auch schon sehr, sehr schnell hier ausgebrochen sind. Hier sind wir sogar sehr schön schon weitergelaufen. Auch hier sehen wir, dass wir am Donnerstag und Freitag neue Hochs gemacht haben. Auch im TecDAX war es wirklich dann in der letzten Woche an der Zeit, hier neue Positionen einzugehen, weil wir hier eine sehr schöne Korrektur gesehen haben über eine Woche hinweg. Und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, dann zu schauen, in entsprechende Titel einzusteigen. Wobei man immer schauen muss, wegen der Positionsgröße in diesen Indizes oder in den einzelnen Aktien, denn gerade die Werte im TecDAX, ist nicht so, dass jeder Titel wirklich so viel Liquidität hat, als dass man hier jetzt wirklich immer 1.000, 5.000 oder 10.000 Stücke kaufen kann. Also da muss man immer genau schauen, wie groß ist mein Konto. Es ist kein Problem, für 10.000 Euro da entsprechende Transaktionen zu machen, aber bei 30, 40, 50.000 wird es dann schon häufig schwieriger. Ist auch der Grund, warum wir uns auch im Newsletter nie mit den TecDAX-Titeln auseinandersetzen, weil man damit eigentlich schon Kurse bewegt, wenn man alleine in einen solchen Titel hineingeht, geschweige denn, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir sind da gerade eingestiegen in so einen TecDAX-Titel, dann würde das den Markt sehr schnell nach oben ziehen. So, dann schauen wir uns jetzt zunächst einmal erst den Devisenmarkt an, bevor wir dann auf die einzelnen Aktien kommen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der Euro-US-Dollar sehr, sehr stark ist und das haben wir ja schon seit mehreren Wochen. Wir haben das erste Mal darüber gesprochen, schon im Sommer, dass es sich lohnt, wieder von der Short-Seite in die Long-Seite zu wechseln. Da waren wir ungefähr bei 1,10, zwischenzeitlich sind wir bei 1,22. Der Euro läuft im Prinzip seit Wochen und Monaten hier sehr gleichmäßig nach oben. Also, Umsätze wollte ich jetzt gerade nicht nehmen, sondern
Hier kann man es wirklich sehr sauber sehen. Der Unterschied zum Aktienmarkt, und das fällt hier auf den ersten Blick wahrscheinlich auch sofort auf. Wir sehen hier einfach wesentlich ausgeprägtere Korrekturen, als wir das im Aktienmarkt sehen. Wir haben ja vorhin gesehen, wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, dass wir hier im Prinzip hier solche Trends haben, die hier sehr sauber nach umlaufen. Das sehen wir hier, hat das auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Das kann man dann wirklich sehr gut umsetzen, beispielsweise im Tages- oder Stundenchart, je nachdem, wie groß das Konto ist. Eventuell muss man auch noch eine Zeiteinheit kleiner gehen. Aber dann kommen doch diese doch recht großen Rückläufe. Immer sind hier von der über 1,20 dann wieder zurückgekommen bis zu 1,1550. Und das ist etwa zum Beispiel dieser krasse Vergleich. Wir schauen uns den Aktienmarkt an, da sehen wir, da gibt es so gut wie gar keine Rückläufe. Da ist in jeder dieser Bewegungen, die wir hier sehen, nur ein kurzer Rücklauf gewesen, so 30, 35%, und dann ist sofort der nächste Aufwärtsschub gekommen. Und das ist der Unterschied im Prinzip Devisenmarkt zum Aktienmarkt. Im Devisenmarkt haben wir häufig sehr große Rückläufe, deswegen muss man auch, was die Setups angeht, etwas anders agieren, als man das im Aktienmarkt macht. Im Aktienmarkt kann man einfach immer darauf schauen, wo ist die Stärke, und man handelt entsprechend die Stärke. Und hier muss man halt immer darauf achten, dass die Korrekturen wirklich sehr, sehr weit zurückgehen können. Dann sehen wir allerdings dann auch, dass sich hier natürlich wieder ein neuer Aufwärtstrend auch etabliert hat. Von der 1,1550 hoch, jetzt wie gesagt bis zur 1,23 im Hoch. Es ist jetzt spannend und bleibt abzuwarten, wie das Ganze jetzt natürlich im Laufe der Woche weitergeht, weil natürlich am Donnerstag der EZB-Zinsentscheid natürlich Auswirkungen hat direkt auf den Devisenkurs. Das heißt, wir werden hier sowohl um 13.30 Uhr und auch dann nachmittags bei der Pressekonferenz dann natürlich die entsprechenden Bewegungen häufig hier im Euro-US-Dollar sehen. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich werde hier weiterhin nur die Long-Seite favorisieren, wie in den letzten Wochen auch schon. Das heißt nicht, wenn es jetzt zu einer Korrektur kommt, natürlich, dass man dann entsprechend mit Stops agiert, um dann tiefer wieder einzusteigen. Aber für mich gilt hier ganz klar, nur die Long-Seite zu handeln. Ich habe noch zwei, drei weitere Devisenpaare herausgesucht, die momentan recht gut aussehen. Das ist einmal das britische Pfund gegen den japanischen Yen. Auch hier sind wir aus der Seitwärtskonsolidierung ausgebrochen. Das kann man hier ganz gut sehen, dass wir hier wirklich auch seit dem Herbst letzten Jahres mehr oder weniger seitwärts gelaufen sind. Und wir haben jetzt eigentlich erst in den letzten 3, 4 Tagen gesehen, dass es hier bergauf geht. Und da macht es dann auch wirklich Sinn, wenn man beispielsweise im Stundenchart dann entsprechend agiert, dann einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen, weil das Ganze lässt sich dann wirklich sehr gut handeln, wenn man wirklich sieht, der Markt kommt hier aus der Korrektur heraus und dann bildet sich plötzlich wirklich wieder ein schöner Trend. Und jetzt gerade auch im heutigen Tag sehen wir, dass der Markt sehr sauber nach oben trendet. Britische Pfund gegen US-Dollar haben wir ein ähnliches Bild. Auch hier sehen wir ganz gut, es gab ein neues Jahreshoch und seitdem zieht der Kurs hier auch weiter nach oben. Das heißt also auch seit der letzten Woche wie auf Schienen im Prinzip. Das heißt, wenn ich ein gutes Bild im Tageschart habe, dann habe ich das auch zwangsläufig fast immer im Stundenchart. Das ist eigentlich immer das Schöne, wenn man sich das dann anschaut. Das ist eigentlich auch egal, ob man, wie gesagt, sich dann Aktien, Indizes oder Devisen anschaut. Das ist ja das, worauf wir immer achten. Dieses steigende Hochs und steigende Tiefs. Das ist das, was wir unbedingt im Handel brauchen. Und wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich immer einen guten Markt, in dem wir eben entsprechend auch agieren können. Und dann spielt es eben, wie gesagt, nicht so die große Rolle. Wenn der Tageschart gut ist und die Stunde, dann finden wir auch gute Setups häufig im Intraday-Bereich, weil ich weiß ja, dass natürlich viele im Devisenmarkt eher auf den kleineren Zeiteinheiten unterwegs sind, 5 Minuten oder auch 3 Minuten oder Minute. Und es ist aber immer wichtig, dass das große Chartbild auch passt. Denn wenn wir uns in einem Seitwärtsmarkt befinden, ist es einfach wesentlich schwieriger, dann entsprechend gute Trades zu finden. Wenn wir uns den Euro gegen Schweizer Franken anschauen, da haben wir das letzte Bild, was auf der Long-Seite
noch da ist. Bin ich allerdings nicht so der große Freund von, obwohl es hier im Prinzip seit Wochen immer wieder weiter nach oben geht. Wir sehen hier, dass wir hier auch vom Herbst letzten Jahres von der 1,12 bis zur 1,18 hochgegangen sind, was natürlich im Devisenmarkt eine Welt ist. Wir sehen auch, dass wir hier die ganze Zeit steigende Hochpunkte gehabt haben. Wir sehen auch steigende Tiefpunkte. Was allerdings auffällt, ist, dass hier sofort mit jedem neuen Hoch eine sehr kräftige Korrektur anfällt. Wir haben ein neues Hoch gemacht und sofort kommt eine kräftige Korrektur. Wir machen hier ein neues Hoch und es gibt sofort eine kräftige Korrektur. Das sehen wir hier wirklich. Das zieht sich hier wie so ein roter Faden, dass hier sofort die Korrekturen greifen, sobald der Markt ein neues Hoch macht. Und das ist immer sehr unschön für uns als Trader. Das heißt, wir haben hier im Prinzip die Grundvoraussetzung da, steigende Hochs und steigende Tiefs. Und trotzdem ist es eben wichtig, und das ist der Grund, warum ich eben nicht so gerne so automatisierten Programmen hinterherlaufe, weil das menschliche Auge sieht sowas. Und wenn ich sowas sehe, dann sage ich mir immer, naja, warum soll ich jetzt hier unbedingt am Hoch oder mit den typischen Einstiegssetups, die man hat, agieren? Da ist es wesentlich besser, hier entweder tief aus der Korrektur oder dann eher auf die anderen drei Devisenpaare zurückzugreifen, die wir vorher gesehen haben. Der US-Dollar gegen Schweizer Franken deutet sich tatsächlich eine massive Schwäche an. Besonders wichtig ist hier aus meiner Sicht, dass die Tiefs hier herausgenommen werden bei ungefähr 94 Cent. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil hier haben wir einfach schon mehrere Male die Tiefs angegriffen, haben hier auch immer neue Tiefs gemacht. Kann man hier ganz gut sehen, das Tief ist tiefer als das vorherige und dieses Tief ist wiederum tiefer als das davor. Nichtsdestotrotz, solange wir da nicht durchkommen, das heißt auf Schlusskursbasis, macht es einfach keinen Sinn, hier Shorts aufzumachen. So, und ob es sich jetzt lohnt, hier für 2 Cent die Shortseite zu spielen, für den Intraday-Händler wahrscheinlich, für den Händler, der eher auf Stundenbasis oder auf Tagesbasis Euro, den US-Dollar gegen Schweizer Franken handelt, glaube ich eher weniger. Wesentlich besser sieht das Bild hier aus im US-Dollar gegen den kanadischen Dollar, weil hier einfach noch mehr Platz bis zu den Tiefs ist. Das heißt, also hier macht es eher Sinn, einen Short aufzumachen. Ich habe extra das andere Beispiel auch mit dazu genommen, damit man auch mal sieht, obwohl grundsätzlich die Trendrichtung stimmt, dass es wirklich Nuancen sind, die darüber entscheiden, ob man die eine oder den anderen Wert nehmen sollte, weil man macht sich das Leben einfacher. Wir haben noch, als wir in Dresden waren, am Wochenende beim Seminar auch immer, das mache ich bei jedem Seminar, immer gefragt, ja, wie viele Händler sind denn erfolgreich? Und wer hat ein Trading-Tagebuch? Wer wertet es aus? Und es ist eigentlich ja immer das Gleiche, dass die Leute, die ein Trading-Tagebuch haben, im Regelfall erfolgreich sind, die anderen nicht. Und dass die meisten, die Devisen handeln und kein Trading-Tagebuch führen, es sich sehr, sehr schwer tun, erfolgreich zu handeln. Deswegen nutzt diese Chance, das Trading-Tagebuch zu führen und auszuwerten. Also nicht nur das Führen ist wichtig, auch das entsprechende Auswerten ist entsprechend wichtig. Wir haben dazu ja in den Coaching-Modulen auch schon das ein oder andere als Video auch mal gemacht, wieso das so wichtig ist. Aber das wird euch helfen. Und das Zweite ist einfach dieser geschulte Blick beim Screening, wirklich nach sauberen Trends zu schauen. Damit schließt man einfach so viele Negativfaktoren aus, die es einem ja schwer machen, erfolgreich halt hier zu handeln. Und wenn man diese Dinge aber außen vor lässt und wirklich auf die starken Trends geht, macht man sich das Leben einfacher. Vorhin kam noch die Frage, bevor wir gleich uns amerikanische Aktien anschauen, nach der Lufthansa-Aktie, dann nehme ich die eine Aktie hier gerade noch mal vorweg, bevor wir dann auf die amerikanischen Aktien gehen. Die Lufthansa-Aktie war ja im letzten Jahr mit Abstand die stärkste Aktie, wenn wir uns das mal anschauen. Wir sind hier von Anfang des Jahres von ungefähr 12 nach oben gelaufen. Das waren mehr als 100%. In der ganzen Zeit gab es eigentlich nur 2 bis 3 Korrekturen, die wir gesehen haben. Also hier sehen wir mal eine Korrektur, wo der Markt mal ein Stück zurückgekommen ist, 15-20%. Und auch hier sehen wir mal eine Korrektur. Diese Korrekturen in diesen starken Werten lohnen sich halt immer darauf zu achten, neue Positionen einzugehen. Denn wenn wir starke Titel haben, das wissen wir aus den Aktien auch wie Adidas, die ich ja auch seit 2 Jahren schon im Depot habe, aus unterschiedlichen Gründen. Einer davon ist natürlich immer dieser Wechsel von Olympia zur Fußball-WM. So ist es
eben auch hier, man muss diese Schwäche einfach immer wieder in diesen starken Titeln nutzen, um davon wirklich zu profitieren. Denn man sieht es einfach, die Bewegungen sind zwar heftig nach unten, aber wenn wir uns dann anschauen, hier auch wieder von der 17 hoch bis zur 28, das sind einfach über 50% und auch hier die kurze Bewegung und dann diese starke Aufwärtsbewegung. Haben wir eine starke Korrektur an einem einzigen Tag gesehen, es war der erste Handelstag des neuen Jahres und die Frage, die aufgekommen ist vorhin, lohnt sich jetzt der Einstieg in Lufthansa? Also ich bin großer Freund von Lufthansa, weil der Aufwärtstrend hier einfach intakt ist. Wir sehen auch, dass die Umsätze nicht gerade explodieren während der Korrektur. Nur ist die Frage, haben wir jetzt hier schon einen neuen Trend nach oben? Und das ist ja der entsprechende Punkt, der für mich im Handel wichtig ist. Nämlich, habe ich hier grundsätzlich, was die Großwetterlage angeht, einen Aufwärtstrend? Ja, im Tageschart, wenn ich das so nehme, wie das hier eingezeichnet ist, ja. Aber wir sehen ja auch hier in diesem Aufwärtstrend, dass dort nochmal ein kleinerer Trend drin ist. Und den zeichne ich jetzt hier auch einfach mal ein. Und da ist es eben so, dass dieser Aufwärtstrend dann doch gebrochen wurde am ersten Handelstag. Hier sieht man das ganz gut. Der Markt ist hier durchgegangen. Wenn wir uns die Stops hier anschauen unter diesen Tiefs, am Anfang war der tiefste Punkt halt hier. Da war der tiefste Punkt hier. Also wir haben die Regel, steigende Hochs, steigende Tiefs haben wir immer gehabt. Das ist alles super. Nur dann irgendwann ist hier halt am ersten Handelstag das Tief rausgenommen worden. Und wir sehen, mit Schlag, wo das Ganze passiert ist, ist diese Aufwärtsbewegung ins Stocken geraten. Das heißt, wir sind momentan in einer typischen Seitwärts-Range. Es hat sich kein Abwärtstrend gebildet, zumindest nicht im Tageschart. Aber wir sehen auch, dass es keine neuen Hochs mehr gibt. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier wirklich in einer Phase. Es gibt hier keine neuen Hochs, aber es gibt halt auch keine neuen Tiefs. Wir sind hier in dieser Range drinne und die zeichne ich hier eben jetzt ein, damit wir sie uns dann anschließend im Stundenchart auch anschauen können. Und solange wir in dieser Phase sind, sind wir halt im Konsolidierungsbereich. Und das heißt, wir brauchen dann entsprechend im Stundenchart einfach einen neuen Trend, der da ist. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, sehen wir aber, dass wir hier im Prinzip noch keinen neuen Aufwärtstrend haben, denn wir sehen hier ja sehr sauber, dass der Markt hier im Prinzip nach unten gelaufen ist, nach oben und hier wieder nach unten. Das heißt, wir haben hier ganz klar im Stundenchart auch den Abwärtstrend hier drin stehen. Und solange dieser hier noch vorhanden ist, sehe ich hier auch keinen Grund, hier neue Long-Positionen einzugehen, was das Thema Trading angeht. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, immer einfach zu schauen, wie ist der Tageschart, wie ist der Stundenchart. Und wenn ich jetzt im Daytrading handeln möchte, dann ist für mich die Stunde hier eben das Maßgebliche und die ist halt erstmal abwärts gerichtet. Aber für alle, die mittel- und langfristig halt agieren, und das sind ja die Mehrzahl der Händler, da macht es einfach keinen Sinn, momentan die Long-Seite aufzumachen, sondern erst zu warten, bis wir hier ein markttechnisches Bild bekommen, was sich hier wieder einen neuen Aufwärtstrend zulässt. Die einzige Möglichkeit, hier einen vernünftigen Trade aufzusetzen auf der Long-Seite ist, dass man sagt, okay, man nutzt hier einfach den Einstieg hier am Tief, wo wir jetzt sind und setzt den Stop dann hier einfach unter die 28,60. Das wäre eine Möglichkeit, aber es ist ja markttechnisch gesehen nicht unbedingt der schönste aller Setups, die es gibt, weil wir einfach die Korrektur, die hier ist, zu groß ist. Kommt noch eine Frage noch zur Lufthansa, soll man die jetzt halten? Das ist halt immer die Frage, Frank, auf welcher zeitlichen Ebene man die hat. Wenn ich Investor bin, dann habe ich gar kein Problem mit Lufthansa, weil da, was wir sehen, ist halt eine normale Korrektur, die jetzt im Moment 6-7% groß ist. Wenn ich Händler bin, der auf Tagesbasis agiert, also mit entsprechenden Stops häufig agiere, da ist der Stop gezogen worden am 2. Januar und ich bin raus aus der Position. Also ganz normal als Händler, der jetzt nur auf Tagesbasis agiert, bin ich raus. Wenn ich Stundenhändler bin, bin ich schon lange raus, weil der Stop auch gezogen wurde. Das heißt, nur der Investor ist im Regelfall jetzt in Lufthansa noch drinne, wie ich selber auch. Ich bin ja auch, ich mache ja alles. Ich bin
Handel auf kleinen Zeiteinheiten, auf den mittleren, sprich auf Tag und Stunde, aber eben auch langfristig. Das heißt, Positionen, die ich über mehrere Monate, zum Teil auch Jahre halte. Und da spielt es eben keine Rolle, ob hier mal so ein Stop kurzfristig gezogen wird im Tageschart, sondern es sind andere Gründe, fundamentale Gründe, die eben recht wichtig sind. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man im Tageschart jetzt sagt, man würde die Stops halt nachziehen, dann wäre man hier auf diesem Level, wo wir uns gerade befinden, bei 29 halt raus. Und wenn du jetzt seit Juni drinne bist, das kann man hier ja ganz gut sehen, wenn wir hier mal so ein bisschen zurückgehen, Juni, dann sitzt du ja im Prinzip hier auf relativ guten Gewinnen von, ja, etwa 40%, so ganz grob wahrscheinlich 35-40%, muss man halt überlegen. Na, es wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, man nimmt hier einfach einen Teil der Gewinne mit, den Rest lässt man laufen, wenn man möchte. Ist halt immer die Frage, wie hast du es bisher abgesichert? Wenn es im Stundenchart oder im Tageschart abgesichert war, dann würde ich halt entsprechend sagen, wenn wir unter die Tiefs fallen, würde ich die Position tatsächlich glattstellen. Wenn du es als Investment siehst, macht es auf jeden Fall auch Sinn zu sagen, man nimmt einfach mal eine Hälfte mit, wenn man 40% vorne ist, und lässt den Rest dann entsprechend laufen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den amerikanischen Markt. Welche Aktien sehen da momentan gut aus? Wir haben heute Nachmittag auch bei uns im Handelsbüro das erste Mal jetzt wieder gescreent für den Bereich, weil wir jetzt auch verschiedene Möglichkeiten suchen, um halt wieder Fuß zu fassen nach dem Urlaub. Das ist immer ganz wichtig, dass man jetzt nicht am ersten Tag sagt, die Märkte sind jetzt so weit oben, ich muss jetzt sehen, dass ich bei der Rally dabei bin. Nein, es ist ganz anders. Wir schauen noch mal kurz auf den ES, also ist der Future für den S&P. Wir sind hier halt jetzt extremst weit gelaufen. Das heißt, ja, man kann hier erste Positionen aufbauen. Das werden wir auch machen, kleine Positionen, sicherlich in den nächsten 2 bis 3 Tagen. Aber wenn der Markt stärker zurückkommt, dann wird im Prinzip eine Position nach der anderen aufgebaut. Und wir sehen, es gibt einfach extremst viele Aktien, die auf Jahreshoch sich befinden. Ihr erinnert euch, wir haben vorhin auf die Morgenroutine geschaut. Es gibt einfach viel mehr Aktien momentan, die hier, wenn wir uns das nochmal anschauen, die sich auf Allzeithochs befinden. Im Nasdaq ist das Verhältnis 1 zu 10 und wir sehen auch hier an der NYSE das Verhältnis 1 zu 4. Das heißt, wir haben also ganz, ganz viele Aktien, die neue Hochs machen. Und das sehen wir natürlich auch im Screener, dass wir hier in der Nasdaq ganz, ganz viele Werte finden, zum Beispiel American Airlines. Die sehen wesentlich besser aus als Lufthansa momentan, die korrigieren hier, nachdem sie hier sehr, sehr schön einen Seitwärtsrange ausgebildet haben. Auch hier macht es dann entsprechend Sinn, dann jetzt zu schauen, okay, wie setzt sich das Ganze jetzt fort? Also sprich, rein in den Stundenchart. Da sieht man hier, okay, wir haben hier bei 57,40 das Tief. Wird das nochmal rausgenommen, dann hätten wir hier tatsächlich einen Korrekturtrend, der sich hier etablieren hätte. Dann ist es ja relativ einfach. Dann schaut man einfach nur noch, okay, wie weit führt die Korrektur. Aber wir haben halt noch kein Tief gemacht. Wir haben hier nur diese Doppeltiefs oder Dreifachtiefs hier auf dieser Linie. Hält das Ganze, dann bin ich halt oben am Hoch wieder drinne bei 59 beispielsweise. Oder wir kommen mit der nächsten Korrektur eben unter die 57,40 und dann warte ich halt einfach drauf, wie es weiter runterläuft und dann einfach auf den neuen Aufwärtstrend. Apple sicherlich eine der Aktien, die von den Tradern am meisten beachtet werden. Es ist ja, ich mache hier mal den großen Chart rein, den wir aus dem letzten Jahr. Hier kann man ganz gut sehen, dass wir die fast jedes Mal besprechen, weil die Aktie jetzt wirklich auch schon seit längerer Zeit wieder sich in einem sauberen Trend nach oben befindet. Man sieht es hier wirklich sehr schön. Aktie läuft hier wirklich seit Anfang letzten Jahres nach oben, hat hier gut $50 machen können, ungefähr 40% Performance in den letzten 12 Monaten, also wirklich sehr, sehr schön gelaufen. Hier sehen wir jetzt in den letzten 2-3 Tagen eine kleine Korrektur. Das heißt, hier bietet es sich wirklich an, genauer hinzuschauen, denn wir sehen hier, wir haben hier so ein Doppelhoch gehabt bei ungefähr 176, 177, zeichne ich hier jetzt mal aus. Das wirkt jetzt hier im Prinzip als Unterstützung, hier dieser Bereich. Das heißt, hier werde ich jetzt dann sehr genau hinschauen im Stundenchart, ob ich hier die Möglichkeit bekomme, dann entsprechend einen neuen Aufwärtstrend zu bekommen. Hier sehen wir ja ganz gut, dass der
Trend hier, der Korrekturtrend, das ist ja kein Abwärtstrend, das verwechseln auch sehr viele, weil der Tageschart ist ja long. Was wir hier also sehen, ist im Prinzip nur ein Korrekturtrend und diesen hier nutze ich halt, um dann dabei zu bleiben. Das heißt, ich warte hier einfach, bis diese Abwärtsbewegung beendet ist und steige dann wieder in einen neuen Trend ein. Kommen wir zur nächsten Aktie, zur Adobe. Auch die sieht sehr, sehr stark aus, hat hier wieder neue Hochs gemacht, hat jetzt auch in den letzten 4, 5 Tagen eine sehr schöne Korrektur eingeleitet. Und solange diese Korrektur hier läuft, muss man einfach nur immer in den Stundenchart schauen, bekomme ich hier wieder einen neuen Aufwärtstrend. Also komme ich hier aus der Korrektur heraus schon wieder in den Trade hinein. Und man sieht hier ganz schön bei Adobe, das ist einfach diese starken Aktien und die selektieren wir hier halt mit dem Screener halt immer heraus, dass wir einfach immer versuchen zu schauen, welche Aktien entwickeln sich noch stärker als der Markt. Also wo kommen wir wirklich sehr gut hinein in die Aktie, wo sind die Korrekturen sehr flach und es macht dann einfach Sinn, hier wirklich dann sehr genau zu schauen. Und wie gesagt, es ist eigentlich immer das gleiche Vorgehen. Ich schaue einfach, habe ich im Tageschart ein gutes Bild und dann sehe ich hier plötzlich im Stundenchart tatsächlich, hier bekomme ich ein Trend im Trend angeboten vom Markt. Der Markt zieht hier durch. Hier oben sind wir jetzt an dem Hoch angekommen bei ungefähr knapp 198. Hier würde es jetzt zum Beispiel Sinn machen, in einen entsprechenden Trade hineinzugehen. Ich schreibe es bei mir jetzt auch mit in die Watchliste auf, weil das macht dann einfach Sinn, die entsprechend dann zu positionieren, weil wir hier mit zwei unterschiedlichen Stops agieren können. Das eine wäre der Stop hier bei etwas unter 194 Dollar oder der zweite ist dann entsprechend bei 191 Dollar. Okay, dann schauen wir uns vielleicht noch zwei Werte hier aus, einfach an, die der Screener rausgeworfen hat und dann gehen wir entsprechend auf eure Aktien beziehungsweise auf eure Fragen noch ein. Da haben wir hier einmal eine weitere Aktie, die sehr, sehr stark ist und das ist eigentlich das, was immer wieder wichtig ist. Schaut euch wirklich Aktien an, die besonders stark sind, die von einem Hoch im Prinzip zum nächsten rennen. Wir haben hier eine relativ große Korrektur gehabt, sind dann aber Mitte letzter Woche eben auf neue Hochs gelaufen und wir sehen einfach, wenn man erstmal so ein Hoch rausgenommen hat, dann sind auch sofort im amerikanischen Markt 3, 4, 5% sehr schnell drinne. Und das macht einfach Sinn, hier immer wieder diesen gleichen Weg zu gehen. Wie gesagt, Tageschart, dann Stundenchart und wenn ihr im Daytrading seid, dann einfach in die Zeiteinheit hinunterzugehen, die ihr bevorzugt handelt, 15 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten. Minutenchart ja wahrscheinlich die wenigsten und wenn dann hauptsächlich natürlich im Bereich des News Tradings. Hier sehen wir eine Aktie, die sich sehr schwer tut, hier neue Hochs herauszunehmen. Das ist eigentlich immer wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht hier das Hoch, wir sind das Hoch auch angelaufen und hängen jetzt wirklich an diesem Hochpunkt. Und ich würde davon ausgehen, wenn wir die 123 herausnehmen, bekommen wir hier einen sehr guten Trade. Das liegt einfach daran, dass wir hier im Prinzip sofort nach dem neuen Hoch hier seitwärts korrigiert haben. Das heißt, es ist nicht abverkauft worden, dieses Hoch, was wir sonst häufig sehen. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir hier auch eine gute Chance haben, hier auf der Long-Seite den ein oder anderen Trade zu machen. So, dann haben wir noch die Amazon-Aktie, eine der Aktien, die wir auch im letzten Jahr bei kleine Konten Großtraden mit im Depot gehabt haben. Hier sieht man wirklich auch sehr gut, dass wir hier eine sehr lange Seitwärtskorrektur gehabt haben im Sommer und seit dem Herbst, seit die Zahlen rausgekommen sind, dann tatsächlich eine richtige Rallye von über 30% jetzt wirklich von Anfang November bis jetzt. Und das zeigt einfach, dass sich dieser Online-Handel einfach immer weiter durchsetzt. Amazon hat zwischenzeitlich solch eine Macht. Das ist zum einen natürlich, dass sie ihre Verkäufe immer weiter steigern, aber sie sammeln natürlich auch extremst viele Daten von uns und können dadurch natürlich auch immer sehr gezielte Angebote machen. Das weiß ja auch jeder, der im Internet unterwegs ist, wenn man irgendwo mal was geguckt hat und dann kriegt man plötzlich die Angebote von Amazon immer angezeigt. Das ist also wirklich ein sehr, sehr gutes Geschäft, was sie betreiben, was nicht immer gut für den kleinen Einzelhändler ist, aber wir können natürlich als Aktionär nur bedingt darauf Einfluss nehmen, es sei denn, wir würden die Aktien nicht kaufen, was aber ja wenig Sinn macht, wenn wir die Möglichkeit haben, eine solch starke Aktie
in unser Depot zu nehmen. Und wie gesagt, auch die hat jetzt in den letzten 4, 5 Tagen eher seitwärts konsolidiert, aber ist nicht stark zurückgekommen. Wir müssen uns das anschauen im Verhältnis. Hier die letzte Aufwärtsbewegung ist von 1100 bis 1300 hoch. Das heißt, wir haben hier ungefähr 20% gemacht und die Aktie korrigiert aber nur 3%. Das ist eben sehr trendbestätigend und deswegen kommt auch bei mir Amazon auf jeden Fall auf die Watchlist. Okay, und dann würde ich sagen, haben wir noch etwa 10 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schauen, was habt ihr noch für Fragen. Ich fange jetzt einfach mal von hinten an und laufe dann nach vorne. Wir haben hier Netflix als Frage, habe ich hier auch drin, weil ich mir die heute auch schon angeguckt habe, Netflix. Auch hier sehen wir natürlich ganz klar, es geht hier sauber nach oben. Wir haben heute neues Hoch gemacht. Wir sind aber auch in den letzten 6, 8 Wochen sehr stark gelaufen von der 175, 40 Dollar zwischenzeitlich gemacht. Wirklich recht stark unterwegs. 50 Dollar sind sogar also 25, 30%. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht zum Index, ist das natürlich viel, viel stärker. Und im Prinzip immer das gleiche Vorgehen. Solche Aktien sind genau die Aktien, die ich auch in die Watchlist setze und versuche, hier entsprechend in die Aktien hineinzukommen, weil sie einfach sehr, sehr stark sind. Die Frage von Andreas, welcher Screener ist das? Das ist mein eigener Screener. Den haben wir beim Agena Trader hat man die Möglichkeit, eben seine eigenen Conditions zu setzen. Wir haben dazu auch schon mal Webinare gemacht, Screening-Webinare zu dem Thema Screening. Wenn du dich mehr dafür interessierst, schau einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Das ist allerdings eben hier für den Agena Trader. Wir haben auch mal ein Webinar gemacht, wenn man nicht den Agena Trader hat, beispielsweise mit der TWS agiert oder mit einer anderen Software, dann kann man diese Möglichkeiten auch nutzen, diese Einstellung. Es macht halt für mich die Sache einfach, weil ich dann nicht alle Aktien anschauen muss, vor allen Dingen beim S&P 500, sondern eben nur die, die eben besonders stark sind und die werden hier entsprechend halt rausgefiltert. So, dann Frage Put Call Ratio, wo finde ich das? Also bei uns ist es so, ich schaue hier einfach immer, wenn ich da drauf gehe, hier, ich mache mal gerade drauf, dann bekommen wir hier die Seite für den deutschen Markt. Ich kopiere die mal gerade kurz. So, gucken, ob ich gerade hier ins Antwortfeld füge die mal gerade ein, dann an alle senden, dann müsste die eigentlich zu sehen sein. Kann man also über Arriva finden. Das ist auch eine kostenfreie Seite, so wie man sowieso fast alle Dinge kostenfrei im Netz eben findet, also an Informationen. Wenn man bereit ist, 10, 15 Minuten Zeitverzögerung mitzunehmen, bekommt man diese Dinge hier alle kostenfrei. Deswegen stellen wir euch die auch gerne immer zur Verfügung, diese Daten, um zu zeigen, okay, da kommt ihr dran. Alles, was man als Daytrader in Realtime braucht, also gerade was Nachrichten angeht, bekommt man natürlich nicht kostenfrei, weil da hat hier das Monopol im Prinzip die großen Datenanbieter, die es gibt, Reuters, Bloomberg, VWD, und die lassen sich natürlich Realtime-Daten bezahlen, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig teuer ist. Ich glaube, Realtime-Daten kann man schon ab 79 Euro beziehen im Monat. Helfen halt einfach, wenn man im Daytrading ist, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ansonsten für alle Händler, die auf Tag und Stunde agieren, reichen im Regelfall sonst auch 15 Minuten zeitverzögerte Daten. So, schauen wir weiter. Was haben wir noch? Was haben die Fragen grün und gelb zu bedeuten? Kam vorhin bei mir in der Morgenroutine. Grün ist eigentlich immer, dass es ein positives Bild ist, häufig auf der Long-Seite. Und rot wäre dann die Short-Seite entsprechend und gelb ist meistens neutral. Das heißt, da schaue ich nicht weiter drauf. Metin fragt, wie schaut es mit Apple aus oder Boeing? Apple haben wir vorhin schon zugesprochen. Schauen wir uns noch Boeing vielleicht an. Wir haben per E-Mail auch schon vorab einige Anfragen gehabt. Die können wir auch. Ah ja, okay. Ja. Dann, also Disney und Boeing ist noch im Chat. Die können wir vorher machen. Ja. Und dann machen wir die anderen Werte. Okay, dann machen wir hier gerade Boeing. Boeing sieht sehr, sehr gut aus. Mit dem, wie wir das heute Morgen, wir sind heute ja sehr detailliert besprochen haben, denke ich, wird jeder sehen, wir haben hier die ganze Zeit steigende Hochs und steigende Tiefs. Das ist hier wirklich sehr, sehr
sauber nach oben gelaufen, kann man wirklich sehr gut sehen. Was wir momentan sehen, ist hier halt diese typische Korrektur, aber da scheint sich der Markt jetzt auch zu fangen. Das heißt, wäre wieder der Punkt, ich gucke wieder in den Stundenchart und bekomme ich da jetzt einen Aufwärtstrend oder nicht. Und sobald der Aufwärtstrend steht, wäre es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, hier hineinzugehen. Wir sehen auf jeden Fall sowohl vorhin bei American Airlines als auch bei Boeing, dass die momentan auf jeden Fall stärker sind als die deutsche Lufthansa. So, dann hatten wir noch Disney, dann gehe ich da noch kurz drauf ein und dann sagtest du, hast du auch noch ein paar im Petto. So, wenn wir uns Disney anschauen, ja, wir sehen hier auf jeden Fall, dass hier sich wieder ein Aufwärtstrend etabliert hat, ganz außer Frage. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall drüber nachdenken, die Aktie long zu nehmen. Was mich persönlich ein bisschen immer stört, wenn man sich mal selber jetzt mal so im direkten Vergleich sich anschaut. Wir schauen uns Disney an und wir schauen uns Boeing an. Und ich gehe nochmal zurück auf Disney. Das ist auch was, was wir in Coachings und Seminaren immer machen, wenn man sich die Aktien anschaut. Was fällt auf? Boeing ist sehr stark, läuft sehr stark nach oben, macht sehr kurze Korrekturen und läuft von einem High zum anderen. Hat seit dem Sommer letzten Jahres, wenn wir uns das anschauen, seitdem die Zahlen hier rausgekommen sind, ist hier von 210 auf 350 hoch, hat 60, 70% Performance gemacht. Nehmen wir dagegen Disney. Die hat hier seit dem Tief im letzten Jahr mal gerade 15% Performance gemacht. So, und wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte was kaufen, was wirklich stark ist, dann würde ich halt am Ende des Tages doch eher auf Aktien gehen, die halt zeigen, dass sie wesentlich stärker sind als der Markt und nicht Aktien, die sich im Gleichklang mit dem Markt bewegen. Deswegen schaut euch immer, wenn ihr zwei, drei Aktien habt, wo ihr sagt, ja, wie sehen die aus, schaut ihr euch immer im Verhältnis an. Boeing sieht besser aus als Disney, also lieber Boeing anstatt Disney. Okay. Dann habe ich Gut. hier, sehe ich jetzt ja noch gerade eine Frage nur, ob ich auf der Invest bin. Ich weiß gar nicht, wann das Datum ist, Andreas, wenn du es vielleicht gleich noch kurz reinschreibst, dann gucke ich nachher noch kurz bei mir auf den Plan, ob ich da schon was habe oder ob ich eventuell auch nach Stuttgart zur Invest komme, eventuell auch dort einen Stammtisch sonst mache. Okay, Nelson, dann Dann gebe ich mal hatten an dich wir kurz noch weiter. die Anfrage für Commerzbank, AT&T und General Electric. Also CBK. Na, das war es nicht. Obwohl es CBK ist. Also hätte ich gewettet, dass. Ah. Da ist sie, Commerzbank. Ja, im Prinzip ähnliches Bild, ne? Läuft von einem hoch zum nächsten, sieht wesentlich stärker aus als der DAX, weil der DAX hat noch keine neuen Hochs. Commerzbank hängt am neuen Hoch bei 13. 54, also von daher auf jeden Fall eher eine der besseren Aktien. Also auch hier sieht man ja ganz klar, dass wir seit dem Herbst hier über 30% gemacht haben. Also von daher ist der Aufwärtstrend hier ganz klar zu sehen, ist hier intakt. Und wenn man im deutschen Markt agieren möchte, gehört die auf jeden Fall eher zu den besseren Aktien. So, was sagtest du noch? Commerzbank, dann das nächste war. AT&T, also Symbol T, Ja. einfach nur ein T. Noch ein Tee, ja, okay. Nein, nur So. ein T, nur ein T. Ein Oder Tee? so, Ist das nicht ja. dieses hier? AT&T? Doch, ne? Ja, Mit also zwei ich habe Tee, jetzt in der TWS mit, ja, genau. ne? Okay. Ja, also könnte ich eigentlich jeden selber fragen. Also long ist es auf jeden Fall nicht aus meiner Sicht, weil wenn ich mir das anschaue, würde ich jetzt nach all dem, was wir jetzt fast eine Stunde lang besprochen haben, Also steigende muss, Hochs und Harald, steigende Tiefs, ja? das muss, müsste eigentlich der falsche Chart sein. Also gib mal Okay. nur T ein. Nur T? Ah, da ist noch AT&T. Okay. Perfekt. AT&T. Aber auch für mich im Endeffekt kein Aufwärtstrend, sondern eher, wenn wir uns das anschauen, hier abwärts gerichtet. Wenn wir das mal hier so einzeichnen, also wirklich die Hochs und die Tiefs uns nehmen, dann sehen wir hier eigentlich ganz klar, dass der Markt hier noch extremst auf der Short-Seite ist. Also wir sehen hier die ganze Zeit fallende Hochs und fallende Tiefpunkte. Und solange das nicht gebrochen ist, also solange wir im Endeffekt hier die 40er-Marke hier oben nicht rausnehmen, wo wir hier ja auch schon mehrfach im Prinzip rangelaufen sind in diesem Bereich,
Das sehen wir hier ja ganz gut. Wir haben hier einmal, zweimal, dreimal, viermal diesen Anlauf an die 40er-Marke. Solange wir die nicht rausnehmen, sehe ich hier eigentlich keinen Grund, auf die Long-Seite zu wechseln. Wenn wir allerdings die 40 rausnehmen, haben wir hier natürlich gute Chancen, tatsächlich dann sehr schnell auch wieder an Dynamik aufzunehmen. So, nächste war General Electric GE. Hier nur als, weiß zwar nicht, warum die hier nur als CFD drin steht, aber der Kurs müsste eigentlich identisch sein. Nee, ist es das? 16,11 kommt hin, ja. Ja, kommt hin? Okay. Also hier sieht man auch ganz gut, dass die Aktie sehr, sehr schwach unterwegs ist. Es ist also auch keine Aktie, nee, die ich im Prinzip auch... Jetzt bist du verrutscht. Da, ja, aber es ist das gleiche Bild. Ist auf jeden Fall sehr, sehr shortlastig, die Aktie. Macht auf jeden Fall nur Sinn, auf der Short-Seite hier zu agieren und nicht auf der Long-Seite. Also wenn man zu den ganzen vielen Long-Aktien, die wir momentan haben, einen Ausgleich sucht, weil man sagt, naja, ich möchte vielleicht hier eher auf der Short-Seite noch was machen, dann macht es hier auf jeden Fall bei so einer Aktie Sinn. Das sieht man ja auch, wenn die Tees hier rausgenommen werden, dann geht es sofort 5% wieder bergab. Also es geht wirklich dann meistens sehr schnell. Die Short-Seite lässt sich halt viel, viel einfacher handeln. Das haben wir ja auch am Samstag in Dresden besprochen, dass man das wirklich ganz klar sehen kann, wenn man hier durch die Tees geht, auch hier ne, von 19,50 oder 19 direkt herunter auf 17, wirklich 10% in 2 Tagen und auch hier wirklich wieder 5%, zack, in 2 bis 3 Tagen herunter. Ne? Also wenn dann auf der Short-Seite, aber auch da würde ich jetzt warten, bis es einen kurzen Rücklauf gibt, hier vielleicht bis an die 17, 17,50 ran und dann eher wieder auf die Short-Seite wechseln. Okay. Okay. Dann, ja, es ist 19 Uhr. Sollen wir noch ein paar Werte machen und wie sieht es bei dir zeitlich aus? Vielleicht machen wir noch 2, 3 Werte. Ich habe gleich sonst noch ein Telefonat um 7:15. Okay, dann aber wir noch, können ja vielleicht noch Deutsche Post war noch im Chat. Deutsche Post, das ist DP. DPW. B? W. W, okay. Mhm. Da haben wir sie. Ähnlich wie die Commerzbank, im Prinzip auf dem Weg nach oben, was hier aus meiner Sicht nicht ganz so glücklich ist, ist eben, dass wir hier nach den Hochs hier eben die Tiefs rausgenommen haben hier an dieser Stelle. Und ich würde persönlich erst wieder einen Einstieg machen in dem Moment, wo wir hier über die Hochs hinweglaufen bei 41,36. Ja, sobald wir drüber gehen, finde ich spannend. Ansonsten ist mir das hier zu viel seitwärts, was wir hier in den letzten 2, 3 Wochen gesehen haben. Ist eigentlich immer das gleiche Bild. Also wenn dieser Aufwärtstrend, das, was wir vorhin auch besprochen haben, irgendwann gebrochen ist, und das sieht man hier ja, der Markt läuft hier rauf, läuft hier runter, macht hier wieder ein neues Hoch, ein Tief, so jetzt gibt es ein neues Hoch und jetzt wird es gebrochen. Wir haben uns das vorhin auch schon bei Lufthansa angeschaut. Dann ist dieser saubere Trend erstmal weg und das führt fast immer dazu, dass der Markt erstmal nur seitwärts läuft. Und dann finde ich, macht es wenig Sinn, sein Geld dann zu parken und darauf zu warten, dass dann irgendwann nach 2, 3, 4, 5 Wochen der Markt wieder oder die Aktie wieder anzieht, sondern dann würde ich hier wirklich warten, bis es ein neues Hoch gibt oder eben viel eher auf Aktien gehen, die eben saubere Trends machen. Und davon haben wir jetzt ja wirklich ganz, ganz viele Aktien gesehen, die saubere Trends haben. Gut, 2 habe ich dir noch im Chat geschrieben, 2 Symbole. Okay, dann schauen wir mal gerade. Wo hast du die geschrieben? Ich habe die im Chat. Dir geschrieben, tatsächlich. Ah, hast du mir geschrieben? Mhm. Okay, dann okay, da haben wir einmal noch ALGN. Ja, also hier zum Beispiel sehen wir ganz toll, wir haben hier ein neues Hoch gemacht, wir sind im Prinzip sofort 2, 3 Tage in die Korrektur gelaufen, auch heutiger Tag, bestätigen aber im Prinzip dieses neue Hoch, weil wir haben hier keine Schlusskurse bis jetzt, die da drunter gegangen sind, das heißt, gute Möglichkeiten hier auch mit einem engen Stop dann tatsächlich auf der
Long-Seite zu agieren. Das sind eigentlich immer Dinge, die ich dann ganz gerne nutze. Hier die Aktie ist wirklich 30% in kurzer Zeit hier nach oben geschnellt. Wenn wir uns das anschauen von Mitte Dezember bis jetzt, kurze Korrektur, wenn sich daran nichts ändert, macht es auf jeden Fall Sinn, die Long-Seite zu wählen. Und dann haben wir noch Baidu, glaube ich, ist das. Da würde ich eher sagen, auch wieder der direkte Vergleich. Schaut es euch einfach nochmal selber an, diese Aktie zu dieser. Und ich gehe nochmal zurück und wieder vor. Fällt euch was auf? Die Aktie ist einfach nicht so stark im Verhältnis zu den anderen. Wir sehen einfach, die Aktie kommt nicht schnell nach oben. Wenn wir uns überlegen, Nasdaq ist auf Allzeithoch. Die Aktie ist vom Allzeithoch hier noch 10% entfernt. Wir sehen, ist nicht dieser starke Druck drauf. Also ich persönlich liebe einfach Aktien, die eben diesen starken Aufwärtsdruck haben, diese starke Bewegung nach oben mit engen Stops zu agieren. Und deswegen würde ich hier bei Baidu erstmal nicht einsteigen. Hier gab es noch eine Frage, ja oder nein jetzt? Ich weiß nur noch gar nicht zu die was. Die Frage war, macht es Sinn, Kryptowährungen zu handeln? Oh, da fragt er mich genau den Falschen, weil ich habe in den letzten Monaten mich mit dem Thema zwar angefangen zu beschäftigen, habe aber mich nie dazu durchringen können, Kryptowährungen zu handeln. Das liegt einfach daran, dass ich irgendwie für mich selber nicht den Glauben habe, dass die normalen Währungen, die wir kennen, in der jetzigen Form ablösen. Es kann gut sein, dass es eine Alternative wird. Ich handle aber eher wie Warren Buffett. Alles, was ich nicht hundertprozentig verstehe, möchte ich eigentlich nicht handeln. Deswegen habe ich das nicht gehandelt. Ich habe am Wochenende mit Giovanni Ciccivelli gesprochen, als ich in Dresden war. Der handelt sehr viel Kryptowährungen, hat auch wirklich sehr viele Gewinne damit gemacht. Das heißt, als Trading-Modul ist es super, weil wir sehr viel Volatilität haben in diesen Kryptowährungen. Ich selber bin aber der falsche Ansprechpartner, weil ich eben mich damit einfach im Nachgang natürlich gesehen zu wenig im Vorfeld beschäftigt habe. Nur jetzt sehe ich, nachdem viele Kryptowährungen auch massiv zurückgekommen sind, eigentlich keinen Grund mehr für mich, hier mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wer drinne ist und früh gekauft hat, also Glückwunsch, also alles richtig gemacht. Ich sag mal, das ist so ähnlich gewesen wie neuer Markt 98, 99, wo ich wirklich ein Heidengeld verdient habe, früh genug dabei gewesen, habe damals nicht verstanden, was ich tue, hat aber trotzdem zum Erfolg geführt. Und das ist ja auch bei vielen anderen so, die mit Kryptowährungen unterwegs sind. Viele haben auch viel Ahnung davon, aber ich selber eben nicht. Und dann bin ich auch so offen und sage, nee, habe ich nicht. Und deswegen, also allen herzlichen Glückwunsch, die damit viel Geld verdient haben. Aber ich habe gar nicht mal was gegen Kryptowährungen. Es ist einfach nur, dass ich zu spät auf diesen Trend aufmerksam geworden bin und dann nicht mehr danach laufen wollte. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge an Fragen heute beantworten können. Ich sehe gerade Invest 13., 14. April. Ich gucke auch, weil ich es versprochen habe, gerade noch einmal kurz in den Kalender, ob ich dann in Stuttgart sein kann. Ich denke, ich hoffe, dass das außerhalb der Ferien liegt, sonst kann ich gleich sagen, dass das nichts wird, weil ich dann nämlich im Urlaub bin. Zumindest in Nordrhein-Westfalen sind die Ferien. In Nordrhein-Westfalen sind da noch Ferien. Nee, es müssen eigentlich vorbei sein. Oder? Ich weiß nicht, ob die dann schon vorbei sind. Also bei meiner, doch, müssten vorbei sein. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dann doch da bin. Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, ob FX Flat und CapTrader vielleicht da sind. Also kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber die Chancen stehen auf jeden Fall erstmal gut, weil wenn nichts im Kalender steht, dann haben wir auf jeden Fall Chancen, dass das klappt. Also die letzten ein, zwei Male war ich nicht dort gewesen, weil die Resonanz vor 2, 3 Jahren nicht mehr so gut gewesen ist dort, wie beispielsweise in Frankfurt. Aber ich habe es auf dem Plan stehen. Und wenn ich komme, dann machen wir auf jeden Fall auch dann entsprechend in Stuttgart einen Trader-Stammtisch. Ja, prima. Mario, vielen Dank für das Webinar heute, für die Analysen und vielen Dank an die Teilnehmer heute, dass sie anwesend waren und auch fleißig Fragen gestellt haben. Im Übrigen, die Anzahl der Fragezeichen erhöht nicht zwingend die Wahrscheinlichkeit, zuerst beantwortet zu werden. Also vielleicht da auch im Chat ein bisschen die Form behalten. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen oder hören uns in 2 Wochen schon.
Auch wieder hier montags um 18 Uhr. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Und Mario, wie immer, hast du das letzte Wort. Ja, bedanke mich auch für die vielen Fragen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich in der Analyse bin, was Nelson vorhin auch schon kurz angedeutet hat, dann gehe ich die Analysen durch und nicht die Fragen. Und die Fragen machen wir immer am Ende. Und spielt dann keine Rolle, ob da jetzt Fragezeichen oder Antwort, was dahinter ist. Ich habe das auf einem anderen Monitor, die Fragen, die ich gar nicht offen habe. Und manchmal sehe ich es durch Zufall, aber im Regelfall schaue ich wirklich nur auf die Präsentation. Und dann haben wir am Ende immer Viertelstunde, 20 Minuten, um dann entsprechend alle Fragen zu beantworten, die ich auch gerne immer wieder beantworte in den Webinaren. Wünsche euch allen viel Erfolg, eine erfolgreiche Handelswoche und freue mich vor allen Dingen, dass wir uns in 14 Tagen schon wiederhören, dann Anfang Februar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.